Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Haul. Ich habe euch in meinen Vlogs schon mitgeteilt, dass ich verschiedene Shops am Testen bin oder in Zukunft testen möchte. Und unter anderem habe ich jetzt die letzte Zeit ganz, ganz, ganz viel Werbung gesehen von Temu. Und mich hat das super interessiert. Ich finde es ja mega genial, dass es Seiten gibt, wo man einfach wirklich alles bekommt, von Fashion bis Deko, Spielsachen, was weiß ich, alles Mögliche und einfach zu sehr, sehr, sehr geringen Preisen. Also nicht jeder kann losziehen und sich keine Ahnung was leisten. Deswegen finde ich es gut, dass es einfach so Seiten gibt, wo man sich in gewissen Sachen einfach ja, was sparen kann. Und deswegen habe ich da jetzt zugeschlagen und aus verschiedensten Kategorien etwas bestellt, um einfach mal zu testen und zu schauen, ja, wo lohnt es sich, wo kann man wirklich was sparen im Gegensatz zu anderen Geschäften. Und ja, da wollte ich euch einfach mal so ein kleines Feedback geben. Die Sachen sind übrigens bei mir alle heil angekommen. Nichts ist kaputt gewesen. Es ist nichts durch den Zoll gegangen oder, oder. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, von mir auf jeden Fall ein Go. Da habe ich ja auch schon das eine oder andere mitbekommen, dass da jemand irgendwie oder dass manche da Zweifel halt eben haben. Aber bei mir war wirklich alles in Ordnung gewesen. Und wie gesagt, ich musste nirgendwo irgendwas zuzahlen. Es wurde ganz normal mit der Post geliefert. Also hat alles super geklappt auf jeden Fall. Ich werde euch einen Link in die Infobox packen. Da könnt ihr nämlich, das ist auf der, wird auch auf der Startseite angezeigt, da könnt ihr euch einen 100-Euro-Gutschein sichern oder verschiedene Gutscheine auf verschiedene Produkte. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Das gilt allerdings für Neukunden. Also guckt einfach mal. Ich werde euch, wie gesagt, das alles nochmal in die Infobox verlinken. Und ich werde euch die Sachen, die ich hier bestellt habe, auch in die Infobox verlinken, falls euch davon irgendwie was interessieren sollte. Und ich werde euch hier auch immer mal einen Preis einblenden, beziehungsweise, nee, machen wir es so. Ich werde in die Infobox die ganzen Produkte verlinken, die ich euch hier zeige und dazu den Preis schreiben. Wenn es euch dann interessiert, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Ich habe unter anderem bei Temu nach Spielsachen geschaut. Und zwar mein Großer, der Lias, der steht ja total auf Ninjago. Ninjago-Sachen sind aber wirklich teuer. Die sind wirklich, wirklich teuer. Und letzten Endes kriegt man die Sachen aber auch günstiger. Zum Beispiel bei Temu. Ich habe mich so darüber gefreut. Letzten Endes sind es Bausteine, die jetzt zum Beispiel in China produziert wurden und dann hier über verschiedene Anbieter gehen und verschiedene Preisaufschläge dadurch bekommen. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Geschäft XY gehe, dann zahle ich da einfach mal irgendwie 50 Euro mehr, weil einfach verschiedene Steps da noch oben drauf kommen. Und genau, deswegen, ich habe jetzt hier einmal zum Beispiel das hier bestellt. Eine riesengroße Schlange von Ninjago, wo die Ninjago-Figuren mit dabei sind. Das ist halt ein Bauset. Und das Geniale ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich dafür gezahlt hatte. Ich glaube, es waren um die 30 Euro, 40 Euro, irgendwie sowas. Ich werde euch, wie gesagt, alles verlinken. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf egal welchen Anbieterseiten bestellen würde im Internet oder in den Geschäften, kostet das einfach 150 Euro. Es ist so crazy, was diese Sachen kosten. Das ist wirklich unglaublich. Und letzten Endes, ja, ich werde euch das auf jeden Fall, wir hatten es schon aufgemacht und uns angeschaut. Mein Mann hat gesagt, dass es super ausschaut und das werden wir dann ja, zu den nächsten Anlässen weitergeben. Und das finde ich halt genial, dass man da wirklich auch die Möglichkeit sozusagen bekommt, auch wenn man irgendwie, ja, vielleicht nicht so viel Geld für solche Sachen hat, weil wie gesagt, es ist nicht jeder irgendwie dazu bereit oder hat die Möglichkeit, so viel Geld für irgendwelche Spielzeuge auszugeben. Man muss natürlich auch ein bisschen abwägen, was es jetzt genau ist, aber jetzt zum Beispiel hier solche Bausteine, schaut mal, das ist bei den Originalverpackungen auch so, dass man hier so verschiedene Tütchen bekommt mit den ganzen Bausteinen, Figuren und so weiter und die muss man dann halt alle aufbauen. Ich habe jetzt hier, also das hier kam in so einer richtigen Verpackung und ich habe hier noch etwas, was aber nicht in der Verpackung kam, sondern was alles einzeln, so, was heißt alles einzeln? Es kam halt alles in solchen Tütchen
Und das ist normalerweise dann sozusagen in so einer richtigen Verpackung drin. Aber die richtige Verpackung ist mir ehrlich gesagt egal, wenn ich mir unendlich Geld sparen kann. Denn ich habe hier diesen Drachen bestellt. Das ist ein vierköpfiger Drache in Gold. Den hat der Lias sich jetzt schon ganz, ganz lange gewünscht. Und wir haben gesagt, also jetzt kommt Weihnachten und Geburtstag und sowas. Und dann kann er sich das wünschen. Der kostet im Sale 120 Euro oder sowas überall. Oder 130, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt, ich glaube, für 41 Euro oder sowas auf Temu gefunden. Also mega genial. Richtige Preisersparnis. Als ich das gesehen habe, dass sie das da haben, was er sich die ganze Zeit wünscht. Weil diese Schlange kam jetzt so zusätzlich dazu. Aber das hat er sich jetzt ganz, ganz lange gewünscht. Mega genial. Mein Mann hat sich das angeschaut und hat gesagt, selbst die Anleitungen sehen genauso aus, wie es auch bei den teureren Varianten ist, außer dass auf der Rückseite noch hier irgendwo Lego oder sowas drunter steht. Aber ansonsten ist es same und man spart sich einfach ein Batzen voll Geld. Also ich finde es mega, mega genial. Das muss natürlich dann jeder für sich entscheiden, aber mein Mann ist da jetzt schon ganz gut drin mit diesen ganzen Lego Ninjago Sachen und der hat sich das angeguckt und hat gemeint, ey, geht vollkommen klar, ist echt mega. Und ich habe das jetzt hier in so eine Tüte reingemacht, weil einige Sachen kamen in diesen Temo-Tüten. Die sind sehr, sehr cool, weil die hier so mit so einem Verschluss kommen und die kann man für alles Mögliche verwenden, gerade wenn man in Urlaub geht oder irgendwelche Sachen wegpacken möchte oder sowas. Ja, also alleine diese zwei Sachen sind in Wirklichkeit haben ungefähr einen Wert von 300 Euro, wenn man die im Sale ergattert. Und ich habe da jetzt irgendwie vielleicht 60 oder 70 gezahlt. Also mega, mega genial, wirklich. Dann habe ich mir eine kleine geflochtene, wunderschöne Box geholt. Also so ein Körbchen kann man so verwenden oder halt eben auch mit dem Deckel. Ich wollte da Tücher reinmachen, die kann man dann hier eben rausziehen. Und wie gesagt, wenn man das nicht möchte oder irgendwann mal sich satt gesehen hat oder was anderes haben möchte, dann kann man das zumindest so noch verwenden oder irgendwas anderes reinmachen. Also wunderschön. Schaut mal, es ist auch richtig, richtig nice. Der guckt nirgendwo einen Faden raus oder so. Es ist richtig schön verarbeitet. Also ich finde es mega, mega genial. Also von der Qualität her ist dieses Ding hier richtig, richtig nice. Und das fand ich richtig süß. Also da muss ich ein schönes Plätzchen für finden, wo ich das hinstellen werde. Aber ich liebe es. Richtig, richtig schön. Dann habe ich zwei Lernhefte bestellt für den Lias. Die sind tatsächlich auf Englisch. Allerdings ist es nicht schlimm, weil erstens muss er sowieso Englisch lernen oder lernt er auch. Hier sind auch so Stifte noch mit dabei gewesen. Mir ging es darum, und zwar sind das ganz spezielle Bücher. Und zwar kann man hier jetzt zum Beispiel bei dem Nummernbuch die Zahl 0 bis 9 schreiben. Und die sind aber nicht glatt, sondern die sind so geprägt. Also man kann hier so praktisch lernen, die Zahlen nachzufahren und damit schreiben zu lernen, wie man diese Zahl halt eben schreibt, weil das so stanzt ist und dann kann man das so schön nachschreiben. Sehr, sehr nice. Und hier wird dann auch nochmal gezeigt, wie man jetzt sozusagen die 2 zum Beispiel schreibt. Und hier geht es dann weiter mit allen möglichen Zahlen. Ich glaube, es geht bis 100. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich muss gerade mal gucken. Und hier kann man dann auch nochmal üben, also zum Schreiben, wie viele Bananen sieht man zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Genau, es geht bis 100. Und ja, also das finde ich sehr nice. Das habe ich auch mal irgendwo gesehen und wollte sowas unbedingt mal haben, dass er da die Buchstaben lernen kann. Einmal Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und dann halt eben die Zahlen. Finde ich sehr, 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 sehr cool und da bin ich gespannt, was er davon hält. Die sind für ihn einmal mitgekommen. Dann habe ich eine Handyhülle bestellt mit einem Fahr oder mit einem Band und zwar in dieser wunderschönen Farbe. Ich wollte extra keine, wo irgendein Schnickschnack dran ist, dass ich mich da irgendwann dran satt sehe. Ich wollte wirklich was ganz Neutrales in so einem schönen Braunton, aber so ein heller Braunton, also perfekt. Ich finde die richtig, richtig schön. Auch die finde ich von der Qualität her super. Also es sieht alles klasse aus. Hier steht nichts ab, ist irgendwie kaputt oder irgendwas. Also es ist eine
super Handyhülle. Und hier ist eben direkt dieses Band dran, was man dann halt hier noch verstellen kann. Super schöne Farbe, weil sowas trage ich halt sehr gerne, diese ganzen Beige-Töne. Deswegen habe ich mich eben für diese Farbe entschieden. Ich finde die richtig, richtig nice. Dann habe ich jede Menge Ballons bestellt. Auch das wollte ich einfach mal testen, weil gerade Kindergeburtstage, die können ja ganz schnell ganz, ganz teuer werden. Gerade wenn man so Dekosachen bestellt, dann holt man sich mal irgendwie ein paar Helium-Luftballons und ein paar normale Luftballons und irgendwie was weiß ich was für Schnickschnack und man ist irgendwie ruckzuck 200 € los. Ich spreche aus Erfahrung, ich weiß das, weil ich ja immer wirklich relativ große Kindergeburtstage mache. Und deswegen wollte ich einfach mal diese ganzen Ballons testen, ob man sich da einfach mal was sparen kann. Und ich habe da jetzt tatsächlich einige bestellt, weil der Samu, der macht ja eine Tatütata-Party, also eine Mischung aus Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen. Und da bin ich bei Temu fündig geworden. Da gibt es so viele Sachen für Geburtstage oder sämtliche Feiern. Alle möglichen Ballons und Heliumballons und und. Und ich hatte diese Ballons schon auf einer anderen Seite in meinem Warenkorb. Und da haben die Ballons jeweils 4,99 € gekostet. I mean, hallo. Und ich habe jetzt für diese Ballons, ich werde euch wie gesagt die genauen Preise hinschreiben, die waren alle unter einem Euro. Also ich glaube, die waren im 80, 90-Cent-Bereich. Also mega genial. Hier ist zum Beispiel einmal das Feuerwehrauto. Richtig, richtig nice. Und davon habe ich, glaube ich, dann jeweils immer 4 Stück bestellt. Dann haben wir hier noch den Krankenwagen. Das ist hier zum Beispiel das Polizeiauto. Also mega, mega genial. Und wie gesagt, für unter einen Euro, man kann sich da halt echt eine Menge sparen. Also wie gesagt, nicht jeder hat da Lust, wenn man sich jetzt so ein paar Helium-Luftballons hinhängt, ein paar Stück irgendwie an die Wand, an die Decke, whatever, dann ist man da echt viel, 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 viel Geld los. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, einfach mal zugeschlagen. Ich habe hier auch eine Zahl bestellt, also die 4. Gerade diese großen Zahlen, die sind ja riesig. Auch die super, super günstigen, auch einfach mal was anderes, nicht nur einfach in irgendeiner Farbe, sondern hier mit diesen Ballons noch drauf. Also super, super nice. Wenn ihr irgendwelche Kindergeburtstage machen möchtet, dann müsst ihr da echt vorbeischauen und da könnt ihr euch echt, echt, echt Geld sparen. Ich habe auch noch normale Luftballons bestellt in Gelb. Und zwar sind da auch noch mal Feuerwehrautos drauf. Schaut mal. Das wird so cool aussehen. Sein Geburtstag ist ja jetzt schon bald Ende des Monats. Und wenn ich das dann alles dekoriert habe, dann kann ich euch das gerne nochmal zeigen. Ich habe auch dafür zum Beispiel eine Tischdecke bestellt. Das ist eine, die man wiederverwenden kann. Die ist aus so einem Material, was man abwischen kann. Also perfekt für Kindergeburtstage. Wenn irgendwie was umgeschüttet wird, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen um eure gute Tischdecke, Tisch oder irgendwas. Da kann man hier das einfach dann abwischen. Das ist auch eine relativ große 173 x 183 cm und die gab es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für Blau entschieden, weil das mit zum Konzept so ein bisschen passt. Ich hatte noch an Rot gedacht, aber dann dachte ich mir so, nein, nimmst lieber Blau, weil Rot hatten wir schon in einer der letzten Geburtstage. Also mega genial und wie gesagt, immer wiederverwendbar. Das war so für den Geburtstag, genau. Und was ich noch geholt hatte, waren hier so Sticker, genau. Auch mit verschiedenen Fahrzeugen, beziehungsweise, ich glaube, das war hauptsächlich auch mit Feuerwehr. Ja, genau. Ja. Also hier so Feuerwehr und richtig schön groß. Und nicht auf so ein DIN A4-Blatt oder sowas, sondern halt eben alles einzeln. Das finde ich sehr, sehr nice, weil das kann man dann auch zum Beispiel gerade auf Kindergeburtstagen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Spiele macht oder was basteln möchte oder kleben möchte, dann kann man jeden so ein paar Stück dahinlegen und dann muss man sich nicht rumstreiten oder auch in die Goodie-Bags, Geschenketüten oder sowas. Das ist sehr, sehr cool. Also ja, hier sind so verschiedene Feuerwehr-Stickers. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drinne gewesen sind. Ich glaube, es waren irgendwie so, es werden wahrscheinlich so um die 50 sein, würde ich jetzt mal grob schätzen. Aber auch gerade bei Stickers, es gibt unendlich viele Stickers bei Temu. Also da kann man sich auch richtig, richtig schöne Motive aussparen für wirklich wenig Geld. Also das lohnt sich auch total.
Dann habe ich aus einer nächsten Kategorie mir ein neues Armband bestellt für meine iWatch. Genau, also meine Apple-Uhr. Da kosten diese Armbänder oder diese Ersatzarmbänder oder Austauscharmbänder im Original 50 Euro. I mean, 50 Euro für so ein Armband ist schon heftig. Und ich wollte eins haben, was erstens elastisch ist, damit ich es schnell an- und ausziehen kann, die Uhr. Und die ich jetzt aktuell habe, das sind so welche aus so einem Material, wo man irgendwie schnell drunter schwitzt. Ich finde es irgendwie komisch. Ich wollte auch so einen ganz normalen Stoff haben, wo man eben nicht drunter schwitzt. Und dann kann man das hier einfach einklipsen. Jeder, der eine iWatch hat, der kennt das. Man muss es einfach nur reinklipsen, also davor die richtige Größe aussuchen. Und ja, sehr, sehr cool. Und in einem wunderschönen, ganz zarten Rosa. Auch davon gibt es unendlich viele Ausfertigungen. Also gerade alles, was so Technik, Handy, Uhren und sowas betrifft, da gibt es so eine große Auswahl, auch an Schmuck und so weiter. Also da kann man echt, wow. Dann habe ich was im Bereich von Nägel bestellt. Ich liebe es ja, Nägel zu machen. Ich mache ja Shellack und um meinen Shellack runterzunehmen, muss ich immer hier solche Dinger benutzen und die sind mir jetzt so gut wie leer. Ich glaube, ich kann noch nicht mal einmal alle 10 Nägel machen. Und zwar braucht man dazu immer hier so ein Alufolie und da ist dann so ein bisschen Watte im Prinzip drauf, die man dann mit einer bestimmten Flüssigkeit tränkt und dann tut man sich das um den Finger wickeln. Genau, und meine sind jetzt wie gesagt so gut wie leer. Ich kann jetzt noch nicht mal abmachen, weil ich keine 10 Stück mehr habe. Und jetzt habe ich mir hier einen großen Pack bestellt mit 100 Stück, 100 Pieces und ganz, ganz günstig bekommen und kann da jetzt wirklich, kann jetzt wieder meine Schellacke abmachen und ja. Dann sie neu lackieren. Ich habe jetzt als nächstes vor, ja, jetzt ist ja so der Herbst auf jeden Fall da. Wir winken schon dem Winter im Prinzip zu. Und gerade so gegen diese Winterzeit liebe ich dunkle Nägel. Also ich bin jetzt die ganze Zeit noch im Nude-Rausch gewesen, aber ich habe keine Lust mehr. Ich möchte wirklich jetzt in diesen dunklen Rotton gehen. Und gerade dann so im Winter- oder Weihnachtszeit rum finde ich es so schön, Nageltattoos noch drauf zu machen. Und ich habe mich hier für so weihnachtliche entschieden. Da sind unter anderem, also es sind verschiedene Weihnachtsmotive, aber auch ganz viele solcher Schneeflocken. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und wenn man die dann drauf macht auf so einen rot lackierten Nagel, so eine weiße Schneeflocke, ihr seht wirklich aus, wie wenn ihr frisch vom Nagelstudio kommt. Also das kann man echt alleine zu Hause machen für wenig Geld. Gerade in dem Bereich Nagel oder Nägel gibt es bei Temu so viel. So, so, so viel. Solche Nagelstickers und alles rund um Nägel, da kann man sich echt einiges sparen, weil auch da kann man gut, gut, gut tief in die Tasche greifen, wenn es um Nägel geht. Also schaut da echt mal vorbei, da gibt es so, so, so tolle Sachen. Und dann habe ich jedes Jahr in unserem Kamin, Fake-Kamin, habe ich ja so Strümpfe hängen und die sind ja personalisiert. Und ich habe dieses Jahr überall oder habe jetzt die letzte Zeit schon immer wieder nach roten Socken geguckt, dass ich die auch wieder personalisieren kann. Und ich sag's euch, ich bin nirgendwo fündig geworden. Die sind alle so schlecht gewesen, so richtig billig irgendwie und klein und kurz vorm Auseinanderfallen gefühlt. Und dann habe ich bei Temu gesehen, dass die ganz, ganz viele solche Socken haben mit verschiedenen Motiven, aber auch personalisiert im Sinne von der Anfangsbuchstabe. Und da war ich sehr gespannt, wie die von der Qualität her sind. Und Leute, es ist nice. Es ist wirklich, wirklich nice. Ich zeige sie euch mal. Ich habe zwei Stück bestellt. Einmal für meine Kleine, für die Lara und einmal für meine Nichte, für Malia. Diese zwei Stück hier sind mitgekommen. Und Leute, erstens, die sind wirklich schön groß. Nicht so, was ich die letzte Zeit gesehen habe, so mickrige Sachen. Die sind vom Material her richtig, richtig nice. Also fühlt sich super, super weich an. Das L ist richtig schön reingestickt hier. Nichts drauf geklebt oder sowas. Hier ist noch so ein kleiner eine Weihnachtsmütze drauf. Auch die ist reingenäht. Da kann also nichts abgehen mit den Jahren. Und dieses Fell hier oben ist so weich. Es ist richtig, ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt, dass es ein ganz weiches Fell ist und nicht eben so was Ekliges. Hier ist eben noch was zum Aufhängen. Also sehr, von der Qualität her sind die wirklich mega, mega, mega genial. Und ich glaube, die haben um die 4 Euro oder sowas gekostet. Also kann man echt nichts sagen, weil die wirklich von der Qualität her Bombe sind. Also da freue ich mich.
dass die zwei, dass ich die gefunden habe, weil die sind richtig, richtig toll. Und ich habe die immer mit so Haken an den Kamin gemacht. Und deswegen habe ich welche noch dazu bestellt. Ich habe hier insgesamt vier neue, weil ich habe aus dem letzten Jahr, oder ich habe auch welche für meine Schwester mitgenommen, aus dem letzten Jahr ist mir nämlich eins kaputt gegangen. Ich brauchte also noch eins und dann noch für die zwei Mädels. Und deswegen habe ich hier ein Set einfach bestellt. So sieht es aus. Das kann man dann hier so umdrehen und dann einfach irgendwo drauflegen. So, das kann man auch für den Tisch benutzen und die Handtasche zum Beispiel draufhängen. Aber das ist perfekt für irgendwo dran zu machen, Kamin und Co., um diese Weihnachtssocken einfach drauf zu hängen. Also das habe ich so die letzten Jahre gemacht. Das hat super funktioniert. Und ja, auch die habe ich mega, mega günstig dort ergattert. Und dann habe ich diese kleine Pinzette bestellt, die ist aber aus Plastik, weil sie ist nicht für Haare gedacht, sondern die habe ich im Baby, in der Babyabteilung sozusagen gesehen. Die ist hier auch komplett oben abgerundet, also hier tut auch nichts weh, das ist komplett so ein runder Ball hier oben. Und zwar tatsächlich, um Popel rauszuholen. Das hört sich jetzt total bescheuert an für den einen oder anderen, aber alle, die ganz kleine Babys haben, wissen, wenn die da mal irgendwie was hängen haben, ist es super schwer, das rauszubekommen. So Nasensauger, die sind noch relativ groß, die passen gar nicht in die kleinen Nasenlöcher rein. Und wenn man da ganz langsam mit einem Wattestäbchen reingeht, funktioniert das eigentlich ganz gut, aber oftmals schiebt man es eher wieder zurück, als irgendwas rauszuholen. Und dafür ist sowas eigentlich ganz gut, wenn man da ganz vorsichtig einfach nur hier vorne sozusagen am Eingang ist und da dann was rausholen kann, ist es sehr angenehm, als da irgendwie rumzusaugen, zu machen und zu tun. Ich wollte mir sowas schon länger mal kaufen und habe das gesehen und habe gesagt, so, jetzt ist es soweit, das muss einfach mit. Dann habe ich mir, das ist in einem Dreier-Set gekommen, so ganz kleine Messer geholt. Die sind in so Wölkchenform und eben drei verschiedene Farben. So. Und das ist für den Alltag mehr als genial, weil die kann ich dann überall hintun, hier oben bei mir, weil oftmals kriege ich irgendwelche Pakete und sage nur zu meinem Mann, stell es in mein Zimmer und dann liegt hier alles rum und ich mache mir ständig irgendwie gefühlt alle Scheren kaputt. Und dafür ist es mega genial, eben um die Pakete aufzumachen. Ich werde unten eins lassen, ich werde hier oben eins lassen, eins vielleicht als Ersatz oder ich gebe meiner Schwester eins. Also die finde ich sehr, sehr cool, dass man da was hat, weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich mache mir auch ständig alle Scheren nicht kaputt, aber so klebrig von diesen ganzen Klebe. Bändern und so weiter und so fort. Deswegen, ja. Das nächste Tool finde ich ziemlich, ziemlich genial. Und zwar ist es dieses Ding hier. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Und zwar macht ihr da eine Geschenkerolle rein. Und hier ist so eine Öffnung, wo ihr dann das Ganze rausziehen könnt. Und dann könnt ihr da mit diesem Ding, mit der Geschenkerolle sozusagen entlang schneiden, weil hier ist ein kleines Messer integriert. Das heißt, ihr müsst nicht mit der Schere nervig entlang schneiden, macht das Papier kaputt oder schneidet schief oder weiß der Geier was. Das heißt, ihr macht das um die Geschenkerolle rum, macht den Anfang raus, schneidet da einmal entlang und habt eine gerade Linie und es geht super schnell. Ich finde es mega genial. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, das über die Weihnachtszeit zu benutzen, weil ich immer super viele Geschenke habe zum Einpacken und das wird mir auf jeden Fall einiges erleichtern. Also sehr, sehr cool, werde ich euch auch dann auf jeden Fall zeigen, wenn es in Gebrauch ist. Dann habe ich das hier bestellt. Das ist gerade ein bisschen blöd zu zeigen, deswegen werde ich euch ein Video oder kein Video, ein Foto einblenden. Und zwar kann man das eben an die Wand dran kleben und dann zum Beispiel ein Babyphone draufstellen, was super, super genial ist. Also diese ganzen Dinger, wo man die Babyphones dran klipst, die sind irgendwie gefühlt super nervig und es rutscht auch immer wieder raus und so weiter und so fort, weil wir gerade so ein rundes haben. Man kann da aber auch andere Sachen an die Wand mit anbringen, aber gerade so Kameras, Babyphones finde ich sehr, 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 sehr cool. Ich habe mich hier für diese weiße Variante entschieden. Es gab noch durchsichtig, aber das fand ich irgendwie nicht so nice. Also weiß fand ich dann da schon besser. Hier ist dann auch diese Klebevorrichtung und ja, das werde ich auf jeden Fall im Kinderzimmer bzw. im Babyzimmer mit anbringen. Dann habe ich was für den Lias bestellt, was auch super cool ist. Und zwar dieses Kissen hier. Das kann man, also der Samu hat ja noch einen relativ groß, also der hat ja so einen größeren Kindersitz, wo er links und rechts auch geschützt ist. Der Lias hat aber so einen kleinen, der einfach nur unterm Popo ist. Und wenn er dann im Auto mal einschläft, dann sieht das irgendwie immer so aus, der Arme.
Total unbequem. Und wenn er seinen Gurt hat, dann kann man das nämlich auf den Gurt aufziehen. Das kann man hier aufmachen, um den Gurt drumherum machen. Und dann hat er eben hier so ein kleines Kissen, wo er sich anlehnen kann. Das finde ich auch so, so cool. Durch Zufall entdeckt und fand ich mega genial. Gab es auch in verschiedenen Farben und super, super cool. Also sehr, 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 sehr weiches Material auf jeden Fall und auch schön gut was drin, damit es auch schön das Köpfchen dann so ein bisschen stützt und es einfach gemütlicher ist. Dann habe ich hier so ein kleines Dreier-Set mit solchen Klebenoppen, um ein bisschen besser zu organisieren. Also die kann man hier irgendwo dran kleben und Kabel durchziehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das möchte ich unter anderem an meinem Nachttisch haben, weil ich das Gefühl habe, dass mir alle Kabel immer irgendwo unten rumliegen und ich da nie dran komme, gerade nachts mit Kind und so weiter und so fort. Ich finde es irgendwie ziemlich genial, da auf dem Tisch, Bürotisch und gibt es da viele Einsatzmöglichkeiten. Deswegen habe ich die jetzt mal mitgenommen. Ich wollte sowas schon öfter mal haben. Deswegen, ja. Dann habe ich einen Pulli ausgesucht oder beziehungsweise ich habe zwei Fashion-Teile ausgesucht, zwei Pullis, einmal einen großen für mich und einmal einen kleinen für den Elias und wollte einfach mal gucken, wie da sozusagen die Qualität ist. Und zwar habe ich einmal mich für dieses Teil hier entschieden, Daddy and Me. Ich fand das irgendwie super, super süß. Habe das schon auch ein bisschen größer jetzt bestellt. Es müsste den Lias passen. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen zu groß ist. Es ist aber ein dünneres Material. Das ist kein dicker Pulli. Also gerade eher so für, wenn man wieder in den Frühling oder von Frühling in den Sommer halt eben geht. Aber ansonsten kann ich jetzt hier nichts sagen. Hier gucken keine Fäden draus. Es ist schön genäht, das hier ist jetzt drauf gedruckt. Da weiß ich natürlich noch nicht, wie gut das hält. Da muss ich die ersten Wäschen mal abwarten. Aber ansonsten kann ich hier von der Verarbeitung her nichts sagen, dass da irgendwo irgendwas rausguckt, raushängt oder. Also ein richtig schöner Sweater sozusagen. Und für mich hatte ich einen rausgesucht, auch einfach einen Pulli. Und zwar dieser hier in diesem wunderschönen Braunton. Ich finde diesen Braunton so, so schön. So ein bisschen mein Motto. Und der ist aber richtig, richtig dick und kuschelig. Also ich glaube, man sieht es hier auch vom Material her. Der fühlt sich sehr, 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 sehr dick an. Und auch hier sind aber nirgendwo irgendwelche Fäden draußen oder. Also auch hier ist die Verarbeitung gut. Also da ist nirgendwo, wo irgendwie was rausguckt oder. Und das draufgedruckte ist richtig, richtig weich. Also da freue ich mich, den zu tragen, weil der ist richtig dick. Also der ist wirklich für den Winter. Da freue ich mich schon, den zu tragen. Dann habe ich Hausschuhe bestellt. Die habe ich jetzt schon öfter gesehen und ich fand sie so cool. So sehen die aus. Ich habe die nur noch getragen, seitdem diese Bestellung angekommen ist. Ich glaube, das ist jetzt schon bestimmt 1,5 Wochen her. Nee, sogar länger, 2 Wochen. Ich habe auf jeden Fall, seitdem ich die ausgepackt habe, habe ich diese Schuhe getragen. Ich glaube, man sieht es auch, dass die ein bisschen, das ist aber ganz normal bei Hausschuhen, dass ich die getragen habe. Das ist dieses Off-White. Die gab es auch noch in verschiedenen anderen Farben. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig weich. Man hat hier wirklich eine schöne, dicke Gummisohle sozusagen. Die kennt man, glaube ich, auch noch. Diese dicken Sohlen jetzt vom Sommer her gab es da ja ganz oft solche Badeschlappen. Und das ist sozusagen das Pendant dazu zu den Winterschlappen. Also ich finde die super, super genial. Ganz, 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 ganz weich. Ihr müsst nur auf die Größe achten. Ich trage normalerweise Größe 40. Und das ist jetzt hier Größe 44 bis 45. Also da müsst ihr einfach wirklich also schauen in der Tabelle, was ihr dann da tatsächlich habt, dass es nicht am Ende viel zu klein oder viel zu groß ankommt. Aber bei mir passen die. Ich hätte sie sogar vielleicht noch eine Nummer kleiner nehmen können, aber so bin ich ganz gut drinne. Und die sind halt, wie gesagt, die federn richtig schön ab. Die sind super, super genial. Ich finde die sehr, 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 sehr nice. Und das Letzte, was ich bestellt habe. Das finde ich mit am genialsten, weil ich das schon sehr lange haben wollte. Und zwar sind es Planer, also Monthly and Weekly Planer für den Kühlschrank. So sieht das Ganze aus. Die sind in so einer, oder die kommen auf so einer Plexiglasscheibe und jetzt ist jetzt hier der Monatsplaner. Da steht dann Sonntag bis Samstag obendrauf und dann halt eben diese Kästchen mit den Kreisen. Das ist so Grund da drauf. Und ich habe jetzt hier ganz viele solcher Markerstifte, die man dann oben auch benutzen kann zum Wegwischen. Die sind hinten drauf, seht ihr dieses Schwarze, das ist magnetisch. Das kann man also auch an den Kühlschrank dann zum Beispiel dran kleben.
Und dort habe ich jetzt zum Beispiel die ganzen Zahlen eingetragen und November und hier schon mal mein Geburtstag und Samus Geburtstag. Mehr habe ich da noch nicht gemacht. Und hier sind halt eben solche Magnete dran, dass man das an den Kühlschrank dran klipsen kann. Also das finde ich so cool. Dann habe ich noch diesen hier bestellt. Das ist ein Weekly Planer, also für die Woche. Auch hier ist Sonntag bis Montag eingezeichnet, beziehungsweise ein leeres Feld, wo man noch irgendwie was anderes draufschreiben kann, wo man dann nochmal genauer irgendwie was draufschreiben kann, was jetzt hier in diesem kleinen Kästchen nicht passt, sondern einfach mal ein bisschen mehr sozusagen man dann halt eben braucht. Und es gibt noch einen, der komplett clear ist, also wo man dann, was weiß ich, Einkaufslisten draufschreiben kann, To-Dos, whatever, irgendwelche Nachrichten für irgendwie irgendeinen Mitbewohner, wen auch, wer auch immer, dass man da einfach so ein paar Sachen draufschreibt, Erinnerungen oder. Also sehr cool, die werde ich alle drei untereinander an den Kühlschrank anbringen. Dann werde ich euch das dann auch mal in den nächsten Vlogs zeigen. Ich war mir aber nicht sicher, ob das irgendwie reicht oder ob ich noch mehr brauche. Deswegen hatte ich noch einen anderen bestellt und zwar diesen hier. Der ist ein Stückchen kleiner. Das ist auch so ein Weekly Planer, weil ich gedacht habe, dass ich den einen benutze für Family, für alles, was ja mit der Familie zu tun hat, Kindergarten, irgendwelche Termine, Arzttermine und so weiter und so fort. Und dass ich das hier nur für mich habe, für meine YouTube, Instagram-Sachen, dass ich weiß, wann was ist, wann ich was machen muss und so weiter, dass ich das so ein bisschen auseinanderhalte. Ja, das habe ich mir zumindest vorgestellt. Mal gucken, ob ich jetzt dann beides an an den Kühlschrank dran mache. Auch hier sind eben die Magneten dran und dann kann man das eben da dran machen an den Kühlschrank. Und da habe ich jetzt hier auch ganz viele verschiedene bunte Stifte, wo ich dann die verschiedenen Kategorien sozusagen dann mit beschriften kann. Ich finde das ziemlich nice. Meine Schwester hat sowas Ähnliches nämlich, nur in sehr groß und hat das an der Wand, nicht an den Kühlschrank. Und Leute, ich sag's euch, die hat übertrieben viel Geld dafür gezahlt, also einen dreistelligen Betrag. Und die Dinger waren super günstig im Vergleich, weil wenn man weiß, was so Plexiglasscheiben und so weiter kosten, die sind ja nicht ganz günstig und dann auch mit den Magneten und diese Beschriftung und so weiter, da kann man echt viel Geld für ausgeben und bei Temu gibt es die wirklich super günstig, also mega genial. Das sind die Sachen, die ich diesmal geshoppt habe. Ich habe wirklich versucht, aus verschiedenen Kategorien was rauszusuchen, um da einfach ein Feedback für euch zu geben, weil da ganz viele nachgefragt haben, dass ich doch einfach die Seite mal testen soll. Also ich finde sie wirklich genial. Man kann dafür ganz wenig Geld super tolle Sachen kaufen und sich da einfach Geld sparen und deswegen mein Go habt ihr auf jeden Fall. Die Sachen, die ich bekommen habe, waren alle super von der Qualität her. Die Lieferung ging schnell, es ist nichts durch den Zoll gegangen, es ist nichts kaputt angekommen oder. Von daher aus, also mein Go auf jeden Fall. Ich habe noch weitere Sachen jetzt in meinen Warenkorb und werde auf jeden Fall bald wieder eine Bestellung tätigen. Auch gerade für die im Hinblick auf die nächsten Geburtstage und so weiter und so fort. Also ja. Wie gesagt, meine Sachen, die ich jetzt hier geshoppt habe, habe ich euch in die Infobox verlinkt und werde euch auch nochmal diesen Code da rein verlinken. Wie gesagt, ist für Neukunden. Aber schaut da sehr gerne mal vorbei, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ihr noch Fragen haben solltet, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.